Willkommen zurück bei Vorsitzenden. Keine ja. Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder recht. Ja. Okay, hier lang. Wieder rein. Oh, so lassen. Warum? Und das kurz vorm Schnitt. Ich glaube, Gabe will mich austricksen. Er will mein Geld. Durch den Portal 2 Shop. Warum? Warum tut er das? Das ist nicht fair. Okay, da ist die Neurotoxinquelle. Whitley? Whitley! Whitley! Wow. Ach, ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. So, ab zum Kontrollraum also. Okay. Ach, das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Oh Mann, wir haben Angst. Wow, Blitzfahrstuhl. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich... Nein, nicht! Wer weiß, was die Taste... Oh, die Tür ist auch gut gemacht. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings Passwort geschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Wo ist Whitley hin? Okay, legen wir los. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die Wie-soll-ich-anfangen-Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Lass die Spiele beginnen. Na schön, was haben wir denn da? Einen Computer. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Whitley. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges angezeigt wird. Wie zum Beispiel... Passwort akzeptiert. Und da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Wenn mich jemand fragt, ist da was Flaches? Geht sich was? Cool, kann man Portale diesmal wieder auf. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was es auch ist, mach weiter damit. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Cool, diesmal können Portale an... Mach weiter! Scheint auch auf beweglichen Plattformen sein. Endlich, cool. Früher ging das nicht, dann hatten sich die Portale immer aufgelöst. Früher, also im Portal 1. Es hat geklappt! Nervengift bei 0%! Ja! Warte! Warnung, der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Gefährlich untödlicher Bereich, genial. Don Betty, die letzte Packung, die nur noch Platz gezogen genommen hat. Juhu! Komm, Betty! Überraschende Wendung. Wow! Ja. Hi, Betty. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Auf jeden Fall. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ah, das ist die falsche Richtung. Oh, fuck. Geh zu ihr, ich komm nach. Und mal wieder sind wir alleine. Wunderbar. Oder auch nicht. Fuck. So. Da sind wir. Ja.
Oh, gut, toll. Die Scheiben sehen hier richtig geil aus, würde ich schon sagen. Lades Emergency Shutter and Cake Dispensary. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Das ist gemein, Lado. Nein. Nein! Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Dann ist meine Chance. Das ist nicht gut. Oh, du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt... Mädchen besuchen. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternativer Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich! Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Wir machen einfach, was da steht. Schließ mich an! Nein! Schließ diesen kleinen Blödmann bloß nicht bei mir an. Oh doch, schließ den kleinen Blödmann an. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein! Hat entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Außer ein Part-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Part-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drin! Drück einfach drauf! Tu es nicht! Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf, du weißt nicht, was du tust. Welchen Knopf? Ich glaube, sie lügt. Hier ist kein Knopf. Oh, da. Nicht so schnell. Ah! Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Ah, ich bin berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Oh. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Nein! Also, ja, das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment. Ah! Hat gelöst. Hahaha. Los geht's! Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Das tut weh. Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Nein, nein! Wie das ist denn? What? Wow! Sieh dir das an! Geschafft! Jetzt kontrolliere ich die ganze Anlage! Ohoho, schau dir das an! Nicht schlecht, was? Riesiger Roboter! Gewaltig! Bin ich nicht furchteinflößend? Oh, ja, der Fahrstuhl! Den rufe ich jetzt! Fahrstuhl, kommt! Das ist mit
gestalten sah das? Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann nicht. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und Mann, ist das cool. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann's abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Oh nein. Ich war das. Der winzig kleine Wheatley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer oh ist nein. der Boss, hä? Ihm ist die Macht zum Kopf gestiegen. Ah! Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen endlos starken dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Du bist der Tumor. Die beiden streiten sich. Na, was sagst du jetzt? Wer ist dir der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Grube bringen? Könnte ein Schwachkopf das? Wheatley! Ich dachte, du wärst ein Freund! Du Schweine! Mein Gott! Der Sturz. Hallo. Tschüss.